Es überwiegt tatsächlich die Nachthexe. Es sind wirklich. Die Nachthexe gewinnt jetzt hier. Die Nachthexe gewinnt das Rennen, okay. Okay, machen wir. Ihr habt euch die Werbung reingezogen. Ihr bestimmt das Ganze. Dann hauen wir das mal gleich rein. Und ich glaube, wir müssen unsere Elixierlager vergrößern, damit das überhaupt funktioniert. Oh Gott, was? Ja, müssen wir uns leider holen. Sonst kommen wir da nicht so weit. Das hat schon mal wehgetan. Das waren schon mal einige Gems. Jetzt ist das Lager groß genug, um sie immer wieder direkt zu füllen. Das ist nämlich günstiger. Oh, 1600 Gems. Jetzt sind wir bei 1,8 Millionen. Nachthexe geht hoch und Upgrade. Nachthexe geht nochmal hoch und upgraden. Oh, ist das krank. Das ist so krank. Es ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis besser, die immer wieder direkt zu maxen. WTF. Alter. Wie hoch geht denn die überhaupt? Das kriegt... Ich dachte, die geht vielleicht nur auf Level 6. Die geht einfach auf Level 12. Ganz doll mit sich selber. Des Weiteren gönnen wir uns jetzt hier wieder ein Maximum. Gönnen uns die Nachthexe, die wir jetzt nach und nach upgraden wollen. Herbeigerufene Einheiten, jetzt nicht nur zwei, sondern noch mehr dabei mit den Hexen aus. Ja, wir können auch jetzt hier nicht für 400 Euro oder was weiß ich, wie viel es kostet, die Nachthexen upgraden und dann klappt es nicht. Das wäre ja ein kleiner Fail. Ich würde sagen, wir finishen und machen weiter. Das ist schon viel, so, und... Wollen wir den ersten Versuch starten? Oh, komm, wir finishen. Alter, das ist so krank. Was machen wir denn hier? Das gibt's nicht. Oh, das waren jetzt schon wieder 10.000 Gems. Okay. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Die heilen wir. Die Truppen tauschen wir alle aus. Nehmen nur Nachthexen mit. Auf Level 9. Obwohl, was bringt 10? Verbessert die Fähigkeit. Ja, okay. Wie sind denn die Fledermaus-Stats? Kann man das irgendwo sehen? Hier bestimmt, oder? Ja. Geschwindigkeit 57, Schaden pro Sekunde 20, Trefferpunkte 10, okay. Alter, das ist so absurd. 1200, nur für die Zeit! Mein Gott! Oh, jetzt habe ich sie gemaxt. Auf der einen Seite ist es geil, auf der anderen Seite habe ich ganz schlechtes Gewissen. Macht auf gar keinen Fall zu Hause nach. Wir haben hier die Werbeeinnahmen auf Twitch, wir haben die Subscriber, wir haben die Spenden, wir haben YouTube, wir haben... Da geht das klar, ich mache das aus Unterhaltungszwecken. Nicht als Privatperson. Das ist mein Job, auch wenn es ein sehr eigenartiger Job ist. Nachthexen am ersten Tag zu maxen. Boah, jetzt haben wir nochmal am Ende durchgezogen. Ja. Jetzt müssen wir aber auch ran hier. Alter, Nachthexen. Nachthexen direkt am ersten Tag auf Level 12. Nach nur einer halben Stunde. G steht für gönnen. Ja, so kann man das sehen, ja. So, die spawnen jetzt hier alle noch eine weitere Fledermaus. Die Luftabwehr kommt da überhaupt nicht hinterher. Das mit der Nacht, mit der Battle Machine direkt am Anfang zünden hat schon mal sehr geholfen. Wenn wir hier diese Luftabwehr kaputt kriegen, diesen Flächenschaden-Luftabwehr, das wäre ein riesen Mega-Vorteil. Alter, das sind zu viele. Das sind zu viele Fledermäuse. Jede Hexe spawnt jetzt noch eine weitere. Das gibt's nicht. Was hat sich denn hier schon wieder angesammelt? Nein.
Also das ist krank. Wenn der Gegner sich die Wiederholung reinzieht, der muss ja komplett ragen. Der hat da echt Pech. Ja, hier schreibt auch jemand, was denkt sich der Gegner? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was er sich denkt. Da können wir jetzt auch zugucken. Der ist doch... Ja, der Brutzler hat ihn hier kaputt gemacht. Der Brutzler von Wiesenhof. Zwei Bogenschützen... sind auch, nee. Nee. Hoffentlich... Er hat verkackt. Aber hoffentlich guckt er sich nicht seine Wiederholung an. Da wird er ja ganz sauer werden. Aber die Battle Machine... mal sehen wollen in Action. Wir wollen zuerst den Flächenschaden wieder ausschalten. Und das klappt. Die Nachthexe immer schön weit nach hinten setzen, weil die dann einfach schon mega viele Fledermäuse spawnen. Das Ding müssen wir da ausschalten. Ah, der Flächenschaden sitzt. Der tut weh. Kriegen wir das jetzt down? Da kommen wieder die nächsten. Aber jetzt greifen die Nachthexen manuell an. Also ohne Fledermäuse. Können wir die nochmal zünden? Ja! Leute, das haben wir jetzt nur geschafft, weil das Ding Level 8 ist. Level 5 wäre da schon wieder down. Oh, was gibt da so viel Schaden auf unseren Nachthexen? Der Multimortar. Der Multimortar macht's. Aber es liebt nur noch ein Bogenschützenturm. Oh, das war nochmal Flächenschaden. Können die Fledermäuse das machen? Kriegen die das hin? Greift den Bogenschützenturm an und die Luftabwehr. Ach, da sind noch ganz viele Nachthexen. Achso, ich dachte, die wären schon tot. Ja, die sind ja geil. Die chillen ja mal ihr Leben. Die greifen die Mauern an und spawnen unendlich viele Fledermäuse. Weiß jetzt nicht, ob der Gegner da so Bock drauf hat, oder? Okay, das ist broken. Das ist ganz broken. Wir müssen uns irgendwie eine Taktik ausdenken, wie wir die Luftabwehr des Gegners am Anfang bekommen. Also diese Flächenschaden, diese Luftbomben. Wie heißt denn das Scheißding, Mensch? Das haben alle an. Luftbomben, ja, Luftbomben. Und das, wie heißt die? Die haben einen komischen Namen, ne? Kracher? Okay. Alter, Battle Machine auf 10. Die wollen wir jetzt mal ganz doll hier in Action sehen. Das war sogar ein Reim. Wow. Das Ding ist noch geraged, oder? Habe ich es am Anfang geraged? Ich weiß es gerade gar nicht. Das Wichtige ist immer erstmal, dass die Battle... Aber ich weiß es jetzt gerade nicht. Das ist ja noch so komisch... Nö. Okay. Machen wir das gleich, wenn es soweit ist. Wir kriegen jetzt jedes Mal 150 extra XP. Das heißt, die Battle Machine hat schon mega viel Leben und kriegt mega viel Leben, wenn man sie zündet. Was war das denn? Die stirbt ja gar nicht mehr. Eigentlich, wenn die von Kanonen angegriffen wird... Okay, der Gegner ist jetzt auch bei weitem nicht maxed. Oh, da habe ich richtig schlechtes Gewissen. Wir müssen ganz schnell, Leute. Wir müssen jetzt ganz schnell in die Trophäenhöhe kommen. Jetzt habe ich hier ein ganz schlechtes Gewissen, hier einfach Spieler auseinanderzunehmen, die gar keine Chance leider haben. Brutzler ist Luft- und Bodenschreimer. Okay, das ist natürlich gut zu wissen. Wir sind im nächsten Battle. Alter, wie viel Leben der kriegt. Die Doppelkanone greift ihn durchgehend an. Die können gar nichts machen mit deren Level. Das ist vollkommen absurd. Oh, die Nachthexen auf 12. Und wieder Battle Machine hochziehen. Und wieder kriegen wir 850 Leben. Und der Schaden ist halt auch lächerlich. Und wenn wir die Luftabwehr nicht mit den Fledermäusen kaputt kriegen, dann machen das halt die Nachthexen.
Die outrangen dort auch Mr. Schmetterer. Alter, wie schnell die auch finishen. Also die Zeit, sobald Nachthexen... ich muss doch gar nicht so sagen. Sobald Nachthexen leben. Sobald die Nachthexen noch leben, kann vom Gegner da nichts noch was hinkriegen. Es ist nicht möglich.